der Eishockey-Podcast. Uli, der Eishockey-Podcast. Wir begrüßen euch zu einer neuen Episode. Der Eishockey-Nachwuchs ist immer wieder Thema bei uns, klar. Ist er in Deutschland, Österreich und natürlich auch in der Schweiz essentiell, sowohl für die Clubs als auch letztendlich für die Nationalmannschaften. Daher freuen wir uns, dass wir heute einen Blick hinter die Kulissen einer Eishockey-Akademie erhalten, welches großes Ansehen genießt. Wir sprechen heute über die Red Bull Academy. Und dafür gibt es selbstverständlich keinen passenderen und keinen besseren Gast als den Direktor der Eishockey-Akademie, die Eishockey-Legende Helmut de Raaf. Wir begrüßen dich bei uns im Podcast. Servus. Ja, servus. Freut mich sehr, etwas mit euch hier die nächste Zeit hier zusammen zu plaudern. Ich bin sehr gespannt auf eure Fragen und ich hoffe, dass ich das, was ich von mir geben kann, auch das etwas euch weiterhilft und mehr Einblicke bekommt, was wir eigentlich hier tagtäglich machen. Ja, da sind wir absolut überzeugt davon. Roman, auch an dich natürlich. Servus nach Bern. Servus zurück. First of all, wie geht's dir und wo erwischen wir dich gerade? Ja, erwischt mich gerade an meinem Arbeitsplatz in Salzburg in der Akademie. Jawohl. Mir geht's gut. Ich habe jetzt den Sommer über, merkt man oft, dass nicht so viel zu tun ist, aber natürlich in der Planung für die kommende Saison, die jetzt eigentlich so gut wie abgeschlossen ist, und so die nächsten 3-4 Wochen hoffe ich jedenfalls, dass etwas ruhiger ist, bevor es dann wieder losgeht. Ja, Saison ist generell schon anstrengend. Du machst den Job ja auch schon einige Tage. Da werden wir natürlich drauf kommen im Laufe des Podcasts. Wie stressig ist so eine Saison? Wie sehr geht es an die Substanz für einen Direktor wie dich? Ja, es ist eigentlich, muss ich sagen, von August bis April ist das eigentlich eine 7-Tage-Woche. Ja. Weil dadurch, ich betreue insgesamt 5 Teams direkt an unserer Akademie, von U15 bis U20. Mhm. Und damit ist immer etwas los. Also jedes Wochenende sind Spiele in der Woche. Gerade in den letzten Jahren mit Corona war es natürlich extrem noch dazu, weil es also keine Planungsmöglichkeiten gab. Mhm. So ist das. Ja, eine 7-Tage-Woche über die 10 Monate. Einzig so Mai und Juni ist so etwas ruhiger. Ja. Deswegen auch jetzt gerade Zeit für uns, für den Podcast. Genau. Ne? Passt doch von der Zeit her. Die Zeit wird etwas ruhiger hier. Ja, dich hier im Podcast zu haben, ist eine sehr große Ehre. Deswegen kommen wir natürlich nicht drum rum, auch über deine aktive Karriere kurz zu sprechen. Und die ist ja schon eine Weile her. Du hast ja unter anderem in Düsseldorf, Köln und zuletzt in Mannheim gespielt. Mehrfach Meister mit Köln, mehrfach Meister mit der DEG, auch zweimal mit Mannheim. 84 der erste Meistertitel, 2001 der letzte. Das liest sich nicht nur wie eine Traumkarriere für uns, das ist eine Traumkarriere, würden wir sagen. Hast du das in deiner aktiven Zeit auch genauso empfunden? Nein, ich habe glaube ich schon, dass es ein Privileg war für mich, dass ich immer mit sehr, sehr guten Mannschaften spielen konnte. Das habe ich schon registriert oder auch Zeit, das war eigentlich ganz, ganz wichtig für mich oder war es ein großer Vorteil eben, dass ich als junger Spieler in Köln damals beginnen konnte, großes Vertrauen hatte schon, dass nachher der Wechsel zurück nach Düsseldorf, ich komme ja aus Düsseldorf, immer eine gute Mannschaft. Mannheim war das mehr so ein Unfall, also hatte ich eigentlich schon zwischendurch mal aufgehört und bin dann eigentlich über den Nachwuchs, weil das war eine Vereinbarung, die wir damals hatten, das hatte ich damals Jungadler Mannheim Gründungsmitglied war, Trainer war dann wieder da zurückgekommen ist. Also das war eigentlich nicht so geplant. Die Zeit in Köln und Düsseldorf war mehr so meine aktive Zeit und die auch dann irgendwo geplant war. Ja, wenn wir genau da mal kurz reinblicken, Düsseldorf und Köln, also ein Wechsel zwischen den beiden Clubs ist natürlich auch immer traditionell mit ein bisschen Brisanz verbunden. Wie war das damals? Ja, also ich hatte in Düsseldorf auch meinen Nachwuchs gespielt, weil gebürtig bin ich aus Neuss, also es ist ja gleich um die Ecke und dann habe ich einen Nachwuchs gespielt, habe dort meine erste Chance bekommen, auch im Profibereich zu spielen. Und wir hatten eine relativ schlechte Saison und wie das immer so ist, am Torwart, der ist zu jung und man braucht mehr Erfahrung. Und das war auch, glaube ich, ganz gut für mich in dem Fall. Mhm. Und endete meine Zeit in Düsseldorf und ich habe die Möglichkeit bekommen, in Köln zu spielen, bei einem der Top-Teams damals der Liga mit Udo Kiesling, Gerd Trunschka und. Das war natürlich ein Traum. Und dann bin ich eben nach Köln. Das war noch alles sehr harmonisch bis dahin. Nur weil wir mit Köln Erfolg bekommen haben, war das natürlich für Düsseldorf nicht so schön. Und ich habe auch
oft bei Spielen dann diese Judas-Rufe bekommen, weil ich ja dann auf der falschen Reihenseite gespielt habe. Aber es hat sich dann alles etwas gelegt, als ich 5 Jahre wieder zurück nach Düsseldorf gegangen bin. Also ich finde, das ist eine schöne Sache. Beide brauchen einander. Ja. Ohne einander fehlt dem anderen etwas. Ja, das stimmt. Was sind denn so deine Highlights aus deiner Karriere? Highlight sicherlich die erste Meisterschaft 84. Das war ein wahnsinniges Erlebnis. Ich war zu dem Zeitpunkt noch 22 und bin eigentlich aus dem Nichts dahin gekommen, habe das in deiner Meisterschaft. Das war schon ja etwas, was eigentlich immer in Erinnerung bleibt. Ich habe insgesamt 11 Meisterschaften gewonnen. Ich könnte es jetzt nicht so sagen, was jetzt Ja. das. Aber das und sicherlich die Olympischen Spiele war natürlich Albert Will. Das ist natürlich das kennt, glaube ich, jeder mit dem Penaltyschießen, wo er auf der Linie bleibt. Das waren so Ja. Dinge, die einem ganz schnell wieder im Kopf sind, ja. Weil du es gerade sagst, international hast du ja auch für Deutschland gespielt, an 3 Olympiaden teilgenommen. Wir haben ja auch immer wieder Gäste hier mit einem olympischen Hintergrund. Und ja, jeder Gast hat auf die folgende Frage eine positive Antwort, aber die ist auch bei jedem anders. Wie würdest du Olympia bzw. den olympischen Geist beschreiben? Also Olympia ist das Schöne an der Olympia, oder der Unterschied, muss man ja sagen, zwischen Olympia und einer Weltmeisterschaft ist, dass in Ja. der Weltmeisterschaft erstmal findet das natürlich jedes Jahr im Eishockey statt. Das ist etwas so inflationär in dem Sinn. Und das ist und Olympia ist schon, weil es eigentlich alles die Dimension viel, viel größer ist. Man kommt in Kontakt mit anderen Sportarten, man identifiziert sich mehr als Team, nicht nur über das Eishockey-Team, sondern über diese gesamte olympische Mannschaft. Und das ist schon ein tolles Erlebnis, das mitzumachen. Ja, und welche Spieler bleiben dir besonders in Erinnerung aus eben dieser beschriebenen aktiven Zeit als Eishockeyspieler? Ja, ich hatte mit vielen Spielern, mit sehr, sehr großen Spielern zusammengespielt. Mir fällt sicherlich als erstes ein, was mit Udo Kiessling, mit Gerd Trunschke in Deutschland. Ich hatte noch bei den Anfängen noch mit Erich Kühnhackl zusammen in einer Nationalmannschaft gespielt. Das waren eigentlich große Persönlichkeiten des Sports, die nicht nur auf dem Eis Persönlichkeiten waren, sondern eben auch in der Kabine. Und ich glaube, viele Meisterschaften, die ich gewonnen habe oder als Team dabei sein durfte, war da durch diese Persönlichkeiten, die in der Kabine das eigentlich, ja, das den entscheidenden Moment einfach gegeben haben. Wie ist es heute? Pflegst du noch viel Kontakt zu den Einzelnen, die du jetzt so genannt hast, oder? Ja, eigentlich weniger. Es ist eigentlich, was Schöne ist dabei, wir haben eigentlich wenig Kontakt, aber es ist so eine große Verbundenheit, wenn man sich irgendwo trifft, ob es irgendwo manchmal im privaten Bereich ist oder eben auch beim Sport irgendwo, ist das so ein tolles Gefühl, ist wie früher. Das sind halt Leute, mit denen man so viele Emotionen geteilt hat, das unheimlich viel verbindet und man merkt einander, das ist ja das Schöne, man freut sich, sich zu sehen und das ist eine gute Zeit. Leider fehlt so etwas durch auch meinen Job und die anderen natürlich auch alle irgendwo verteilt, die Möglichkeit, sich jetzt privat öfters zu treffen. Aber bei Gelegenheiten, die sich irgendwo immer durch das Leben ergeben, ist das immer für alle wirklich eine schöne Zeit und eine schöne Erfahrung. Sehr schön. Und ja, nach deiner Aktivkarriere bist du ja ins Trainergeschäft im Nachwuchs von Mannheim eingestiegen. Bei den Adlern hast du 13 Jahre lang die U18 der Jungadler trainiert. Eine im Sport allgemein ja eigentlich eine extrem lange Zeit, vor allem im Trainergeschäft. Was war das Besondere am Adlernachwuchs und was war für dich rückblickend das Spannendste an dieser Herausforderung? Ja, ich muss vielleicht ein bisschen zurückgehen. Als ich meine aktive Karriere eigentlich oder meine aktive Zeit beendet hatte, 96, war ich eigentlich so nach dem Motto, ich möchte gerne mit dem Sport verbunden bleiben, aber ich möchte eigentlich nie Trainer werden. Weil das haben ja, also ich habe so viele mitgemacht, da Das gesagt, das sagen möchte ich viele eigentlich. aktive Trainer irgendwie, ne? Ja, das war so eine Zeit, das wollte man gerne abschließen. Dann hat man natürlich, ich habe einen Sohn gehabt, der fing an, Eishockey zu spielen. Und so kam man dann eigentlich wieder in diese Schiene rein, wo man dann einen Trainerschein machte und kam dann so, sag ich mal, durch die Hintertür ungewollt in das Geschäft. Für mich war es natürlich eine besondere Ehre, im Nachhinein dabei zu sein, weil dieses Projekt Junge Adler Mannheim war das eigentlich das erste Eishockey-Internat, vielleicht sogar in Europa, so wie wir aufgestellt waren, mit einem Internatsbetrieb und so weiter, was damals über die Familie Hopp forciert wurde, dass eben im Nachwuchs auch professionelle Strukturen geschaffen wurden. Und ein früherer Mitspieler, da kommt das wieder, diese Kontakte zustande, ist Markus Kuhl, der damals Manager war in Mannheim, hatte mich angesprochen. Er sagte, ich weiß, du kannst gut mit Kindern umgehen, du hast viel Wissen, du bist für uns genau der Richtige, da am Anfang mitzumachen. Ja, so bin ich nach Mannheim gekommen und war dann ein Trainer da der ersten Stunde, weil ich hatte vorher noch nie eine richtige Mannschaft übernommen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es war sehr
intensive Zeit, weil wir alles, was wir gemacht haben, war neu. Wir konnten uns an niemanden orientieren, wie läuft die Schulbetreuung, was machen wir in der Freizeit, wie gestalten wir die Trainings über die Umfänge, die damals viel höher waren als andere. Es war sehr, sehr spannend. Ich habe die Möglichkeit gehabt, viel, viel zu lernen. Und es gab immer diese Sicherheit, eben wie du es angesprochen hast, das ging über 13 Jahre, ein tolles Arbeitsklima zu haben, mit vielen tollen Leuten zu tun haben, die das unterstützt haben. Wie bewertest du denn die Nachwuchsarbeit derzeit in Deutschland und Österreich in Gänze? Oder anders gefragt, jetzt aus deutscher Sicht, können wir deiner Meinung nach auf ein erneutes Olympia 2018 hoffen? Ja und nein. Es ist sicherlich, wir haben viele gute Spieler. Man sieht man jetzt auch bei der Weltmeisterschaft, auch mit einer relativ jungen Mannschaft, die jetzt aber diese Zeit der Spieler, jetzt wenn man die Jüngsten ansieht, mit JJ Petaka oder mit Moritz Seider oder mit Seider auch Top-Spieler auf NHL-Niveau haben, die da sind. Das glaube ich im Erwachsenenbereich der Vorteil, das hat man noch, sicherlich kann man davon noch die nächsten 5, 6, 7, 8 Jahre profitieren. Und das heißt, die nächsten zwei Weltmeisterschaften, wenn es gut läuft, man braucht natürlich immer ein bisschen Glück dabei, dass alles zusammenpasst, hat man sicherlich eine Chance, irgendwo immer das Viertelfinale wie jetzt auch zu erreichen. Es sieht ein bisschen schlechter aus eigentlich, oder wenn man eigentlich an die Zukunft denkt. Und man sieht ja jetzt das Beispiel, die U18 ist abgestiegen und das ist jetzt kein Unfall. Das ist eigentlich schon etwas, das sieht man schon über die letzten Jahre. Man hat einen sehr, sehr starken Jahrgang 2002 gehabt und danach lässt es kontinuierlich nach. Jetzt Corona hat sicherlich da noch einiges zu sagen, weil Deutschland natürlich extrem stark betroffen war durch die Regularien oder die Modalitäten zum Training. Aber da ist es jetzt nicht, sehe ich es nicht so optimistisch in Zukunft. Wie schwer ist ein Schritt eines jungen Spielers in die erste Profimannschaft aus deiner Sicht im Vergleich von früher zu heute zu kommen? Also wenn du es so vergleichst mit vielleicht der Jahrtausendwende zu jetzt. Es ist, glaube ich, so ein Auf und Ab. Zu meiner Zeit waren die Möglichkeiten da, weil das einfach die Clubs eigentlich auf den eigenen Nachwuchs angewiesen waren. Er musste spielen, weil die Anzahl der Personen nicht da waren. Das hat sich natürlich geändert durch die Internationalisierung, wo auf einmal, früher gab es 2 Ausländer, jetzt gibt es 9. Das heißt 7 Plätze, die man nicht belegen muss. Und so hat man natürlich auch eine größere Auswahl, wie ich diese Plätze besetze. Heutzutage ist es natürlich wieder so, durch diese Förderlizenzregelung oder die Regelung der U23-Regelung sind die Plätze in den Mannschaften für die Spieler da. Das größte Problem ist jetzt, wie werden sie eingesetzt? So in das Team reinzukommen als solches, ist, glaube ich, heute so leicht wie nie zuvor, weil jeder junge Spieler irgendwo gefragt ist, ob es jetzt in der ersten Liga ist, in der zweiten Liga ist, teilweise in Deutschland in der Oberliga, die eben diese Plätze freihalten müssen für junge Spieler. Aber das andere Problem ist nicht nur dabei zu sein, sondern sich auch eben weiterzuentwickeln und zu spielen. Ja, und da helft ihr mit der Akademie natürlich, den entsprechenden Anschub für diese Spieler eben zu geben. Wir gucken jetzt mal auf die Red Bull Academy. Über München und Schwenningen wechseltest du ja in die Nachwuchsakademie von Red Bull nach Liefering. Welche Beweggründe hattest du, diese Aufgabe zu übernehmen? War es vielleicht auch das, wie du es jetzt gerade gesagt hast, diese Erfahrungen aus Mannheim auch mitzunehmen, um etwas, das jetzt gerade, also 2014 war das ja, neu entstandene quasi mit aufzubauen? Wie war das? Ja, verschiedene Gründe. Also es war für mich eigentlich der Grund, eben in Mannheim nach 13 Jahren im Nachwuchs, ich habe zwischendurch mal ein halbes Jahr auch schon im Profibereich dann schon als Trainer gearbeitet, einfach mal zu sehen, die andere Seite zu sehen, mal was zu verändern. Weil im Nachwuchs geht es immer darum, man sagt, ja, wir bringen Spieler, die werden nicht eingesetzt und da fehlt eben dieser Übergang. Und einfach mal von der anderen Seite, auch in der verantwortungsvollen Position, das zu sehen, wie das abläuft. Das war für mich sehr wichtig, deshalb damals der Wechsel nach München. Und ja, nach 2 Jahren gab sich die Möglichkeit, eben dann auch als Head Coach in Schwenningen tätig zu werden, wo wir eigentlich damals versucht haben, etwas ganz Neues aufzubauen. Die Mannschaft war als letzter die Liga abgeschlossen. Es gab sehr viel Unzufriedenheit und wir haben versucht, mit einem Umschwung, das war sehr spannend, daran teilzuhaben. Es war immer der Kontakt da, aus meiner Zeit in München, über die Akademie, die ich damals schon ein bisschen mit begleitet habe, im Grunde auf meiner Erfahrung. Und als dieser Posten eben des Development Directors frei wurde, mein Vorgänger Pierre Paget, ein sehr großer Name im Eishockey, der das vorher hier geführt hatte,
ist eben damals ausgeschieden und ich hab das Angebot bekommen. Und es hat so ein bisschen, war mir das ein bisschen früh, muss ich jetzt sagen, weil ich hatte eigentlich gedacht, 2 oder 3 Jahre würde ich gerne als Head Coach arbeiten, weil um etwas zu verändern, braucht man diese Zeit. Und ja, und dann kam es, dann musste ich eine Nacht schlafen, mit meiner Frau sprechen und wir haben uns entschieden, okay, wir machen es, was halt auch eine sehr, sehr spannende Aufgabe ist. Was ist das Unvergleichbare an dieser Nachwuchsförderung, eben in Salzburg, also in dieser Akademie? Ja, es ist ja, jeder versucht ja immer mit um seine Umstände oder seine Möglichkeiten das Beste daraus zu machen. Das Ziel sollte ja immer sein, es kommen junge Leute zu uns und eigentlich, ich sage, das Schöne dabei an unserer Aufgabe ist, wir haben die Möglichkeit, jungen Leuten bei ihrem Traum oder im Weg ihres Traums, bei Eishockey-Profi werden zu begleiten. Wir haben natürlich die Möglichkeiten, hier versuchen zu schaffen, eben Schule, Sport und das Leben in der Akademie weitgehend zu begleiten, zu optimieren, weil das größte Problem ist immer die Zeit. Weil jeder will mehr in diesem Alter. Der Sport will mehr, die Schule braucht mehr und die Freizeit sollte auch nicht zu Sport kommen, zu kurz kommen, Entschuldigung. Und das sind so Dinge, was wir versuchen zu optimieren, dass wir jedem die Möglichkeit geben, das aus sich zu machen, was in ihm steckt. Ich hatte es vorher schon angesprochen, 2014 öffnet die Akademie in Liefering, um mal so ein paar Namen zu nennen, wohnen derzeit ca. 140 Fußball- und Eishockey-Nachwuchsspieler in der Red Bull Academy. Zwei Eishallen stehen für Eishockey zur Verfügung. Es gibt eine komplette medizinische Abteilung auf der Anlage. Die Akademie dient ja auch als Heimspielort für diverse Eishockey- und Fußballteams. Und was ich auch ganz interessant finde, als Ziel formuliert die Akademie, eines der modernsten Nachwuchszentren Europas darzustellen, in dem hoffnungsvolle Youngsters in Sachen Fußball und Eishockey und unter einem Dach trainieren können. Das alles selbstverständlich packen wir auch in die Shownotes, das ist alles auch auf der Internetseite zu lesen für euch HörerInnen, wenn Sie euch da mal noch mehr informieren möchtet. Ich finde es sehr interessant. Wie hat sich denn die Akademie über die Jahre entwickelt? Ja, also ich bin ja 2016 dazu gekommen. Das ist, die Akademie stand 2 Jahre schon. Es war, gut, wir sind schon von der Zielrichtung natürlich anders im Fußball und im Eishockey ausgerichtet. Wir vom Eishockey, es war vorher eigentlich sehr international gedacht. Es war vorher, also unter meinem Vorgänger Pierre Paget, war der Grundgedanke, wir holen oder versuchen die besten Spieler der Welt, das war so ein Anspruch, nach Salzburg zu holen. Wir begleiten sie 1, 2 Jahre vor ihrem Sprung eigentlich in Richtung NHL, um sie hier dementsprechend vorzubereiten. Das ist natürlich ein sehr hohes Ziel, was man sich setzt. Wir haben einen klaren Spiel mit Noah Dobson, der in Islanders spielt, der hier bei uns auch gewesen ist, als wirklich internationaler Topspieler. Aber das ist sehr, sehr schwierig, weil natürlich die großen Nationen, sei es jetzt Finnland, Schweden, Tschechien oder in Nordamerika, ihre eigenen Ligen haben, ihre eigenen Strukturen haben. Und das ist sehr, sehr schwierig, und da Spieler jetzt davon zu überzeugen, dass Salzburg der bessere Ort ist als zu Hause. Was ich auch gut nachvollziehen kann. Das ist, weil wir auch ein ganz anderes Ligenspielbetrieb haben. Als ich hier angekommen bin, den Wechsel, den ich durchgeführt habe, wir sollten sehen, dass wir uns auf unsere Teams konzentrieren. Das heißt, wir als Akademie haben also 2 Erstklasse-Team-Männerteams oben. Das ist einmal der EC Red Bull München und der EC Red Bull Salzburg. Und unser Ziel von da an ging mehr, das ganze Recruiting auf Österreicher und Deutsche im Schwerpunkt. Wir haben auch den einen oder anderen internationalen Spieler bei uns, aber ganz klar, das Ziel ist auf diese beiden Nationen, um eben Spieler für unsere ersten Mannschaften zu holen, aber eben auch für das österreichische und deutsche Eishockey. Das war eigentlich mehr das ist der größte Wandel, der eben passiert ist von 2016 oder mit meinem Antritt zu dem, was hier vorher passiert ist. Gab es auch, wenn ich gerade so fragen darf, gab es auch Schweizer in der Akademie? Seitdem ich da bin, nicht mehr. Okay. Aber vor meiner Zeit weiß ich, dass der eine oder andere da war, weil es ist jetzt, wie gesagt, Schwerpunkt ist Österreicher und Deutsche. Und der andere Schwerpunkt, was wir natürlich probieren, eben wenn wir Spieler aus anderen Nationen zu uns holen, eigentlich ganz gerne, die eben auch deutschsprachig sind. Weil es einfacher ist mit der Integration, auch gerade mit Schule, so dass eigentlich, wir sind bei knapp 90% der Spieler sind Österreicher und Deutsche, die wir versuchen auf ungefähr 50-50 zu teilen. Und jede Mannschaft noch den einen oder anderen Spieler aus einem anderen Land. Bewerbungen haben wir sehr viel aus der Schweiz, wenn ich sagen Okay. darf. Gut. Und wir haben ja vorhin schon über die U18-Mannschaft gesprochen. Eben, sie ist ja jetzt auch abgestiegen. Wie wichtig ist aus deiner Sicht die U18-Stufe? Also, wenn man ja
jetzt mal nur nach Übersee schaut, sind das ja eigentlich potenziell fast alles Nummer 1 Draftpicks oder zumindest könnten es welche Ja. werden. Wie siehst du die U18-Stufe? Ich glaube, das ist sehr wichtig, weil es nur einen Zwischenstand gibt. Weil wenn wir anfangen, international oder national übergreifend zusammen, fangen wir an ja in Deutschland, in den meisten anderen Ländern ja auch eigentlich erstmal mit einem so 16-Jahrgang, so eine Erstsichtung. Und man hat 2 Jahre Zeit, sich auf eine Weltmeisterschaft vorzubereiten, die ja das erste große Turnier im Nachwuchs ist, die U18. Und man sieht eigentlich bis dahin, wo stehen wir? Wo sind wir international? Wie stehen wir im Vergleich? Natürlich ist eine WM immer spannend. Ich war jetzt auch in Basel, habe mir die Spiele angeschaut, weil man sieht dort, bis auf jetzt Conor Bedard, Entschuldigung, der jetzt nicht dabei war, aber sonst eigentlich mit die besten Spieler, tolles Eishockey und man sieht eigentlich da, welche Trends, wo geht das Spiel eigentlich hin und das ist da schon, hat schon einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Definiert ihr euch und eure Arbeit auch in Bezug auf potenzielle Draftpicks im Allgemeinen oder sind diese Draftpicks einfach nur das Ergebnis guter Arbeit? Ja, also in erster Linie, glaube ich, immer Draftpick immer der Spieler selber. Was bringt der Spieler mit? Und wir versuchen ihm dabei zu helfen. Natürlich ist es für uns ja auch eine Auszeichnung, wenn wir einen Draftpick oder einen NHL-Draft bei uns haben. Aber ich sehe das mehr nicht daran, dass man das ab und zu mal einen hat. Dann ist das mehr so ein Glücksfall. Das ist, glaube ich, nicht unbedingt dann unsere Arbeit. Wir würden dann gut sein, wenn wir kontinuierlich, wie große Akademien oder große Clubs auch, wenn ich jetzt an schwedische Clubs denke, wie Modo oder Frölunda, die eigentlich regelmäßig Spieler in den NHL-Draft bekommen. Wenn wir mal da sind, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Du hattest ja vorher auch schon JJ Peterka angesprochen. Wie läuft denn so eine NHL-Draft-Nacht eigentlich ab? Gibt es da ein Public Viewing in der Red Bulls Academy oder schaut es jeder für sich Ja. selbst? Oder wie können wir uns das vorstellen? Okay. Ja, das war jetzt bei ihm halt so. Man hat halt, wir haben halt die Trainer zusammen, die Familie war da, das Management war zusammen, natürlich auch dementsprechend andere Leute, die jetzt einen sehr engen Bezug zu ihm hatten, haben das zusammen angeschaut. Es war etwas unglücklich, weil wir haben ja alle gehofft, vielleicht auf die erste Runde, er selber. So ist man dann nach dem ersten Tag wieder nach Hause gegangen, es ist nichts passiert. Und in der Nacht, aber das hat Gott sei Dank am zweiten Tag ja relativ schnell gegangen mit seinem Draft. Aber das versuchen wir schon gemeinsam, eben auch gerade mit der Familie und mit seinen Freunden und seinem Umfeld gemeinsam anzuschauen. Habt ihr als Akademie eigentlich viel Kontakt in die NHL? Ich meine, war vor ein paar Jahren bei euch. Wenn man da in die Halle geht, dann fällt der erste Blick, also so ging es mir zumindest, oder ja, eigentlich schon der erste Blick auf ein, ich glaube, von Wayne Gretzky unterschriebenes Trikot. Ja, das war eben 2014 zur Eröffnung. War Wayne Gretzky hier, hat sich das angeschaut, hat also dieses Trikot unterschrieben. Das ist so natürlich ein Highlight. Sowas hat man nicht so oft. Und das ist trotzdem immer noch, egal auch wenn er schon so lange nicht gespielt hat, einer der größten oder der größte Name im Eishockey. NHL-Kontakte sind mehr persönliche Dinge. Durch meine ja jetzt noch sehr viele Jahre Erfahrung habe ich natürlich sehr, sehr viel Kontakt. Es geht los über Scouts, die Erstkontakte und das geht das meistens weiter eben noch teilweise ins Management rein, wo dann Kontakte da sind, wo eben auch die Teams sich bei uns erkundigen, eben nicht nur nach Spielern, die bei uns sind, sondern eben vielleicht auch in Deutschland oder Österreich oder auch in der Schweiz spielen, um da eine Expertise oder eine Meinung von mir einzuholen. Ja, und wenn jetzt so ein junger Spieler unseren Podcast hört und unbedingt Profi werden möchte, wie kommt er überhaupt in diese Akademie und fängt eigentlich jetzt schon alles früh mit Scouting an oder wie können wir uns das vorstellen, wie das Ganze beginnt? Also wir beginnen mit einem Alter von eben 13 oder 14 Jahren. Wir nehmen jedes Jahr etwa zwischen 18 und 20 Spieler auf. Es beginnt eigentlich mit einem Scouting oder mit einem Erstkontakt schon die letzten 2 Jahre. Ich versuche eigentlich Spieler zu erkennen, zu sehen, erstmal zu sehen mit 12 oder 13 und sie über die letzten 2 Jahre zu begleiten. Entscheidend für uns ist, für mich ist immer nicht der aktuelle Stand, sondern wie ist die Entwicklung. Ich suche gerne Spieler, die man sieht, sie sich kontinuierlich weiterentwickeln, auch wenn sie vielleicht in dem Moment, wenn es für uns interessant ist, nicht die Top-Spieler des Jahrgangs sind. Aber wo wir sehen, das ist ein Potenzial. Das ist sehr, sehr wichtig. Und was wir immer suchen, was wir wollen, immer Spieler haben, wie sagen wir, die Eishockey spielen können. Wir legen nicht so Wert auf die Skills, wer ist der Schnellste, wer schießt am härtesten oder wer ist der Stärkste. Wir reden da über 13- oder 14-Jährige, sondern wir wollen einfach sehen, können sie spielen.
Wie spielen Sie mit Puck? Wie spielen Sie ohne Puck? Können Sie das Spiel verstehen? Das sind so Dinge, wonach wir suchen. Und ja, ich reise viel, habe ein großes und gutes Netzwerk, wo mich Leute schon immer aufmerksam machen auf Spiele. Es gibt viele Auswahl, so Maßnahmen im Bereich U12, U13, U14. Und da bin ich eigentlich regelmäßig, um ja, die Spieler zu sehen. Man kann sich immer bewerben bei uns, das ist immer noch ein zweites Thema, oder wir sprechen sie an. Das sind wir ganz offen. Interessant, ja, und wie handhabt ihr das dann mit der Schulpflicht von jungen Nachwuchsspielern? Also gibt es da Unterricht vor Ort? Beispielsweise in der Schweiz gibt es ja sogenannte Sportschulen, die man so ab 15 oder 16 Jahren besuchen kann, quasi anstelle eine Ausbildung zu machen. Wie ist das Ja. bei euch? Ja, bei uns ist es ähnlich. Wir arbeiten mit Sportschulen. Es gibt ein Salzburger Schulsportmodell, mit denen arbeiten wir zusammen. Es sind öffentliche Schulen, wo unsere Spieler draufgehen, je nach Qualifikation und ja, der einzelnen, also der Spieler. Das ist für uns die Schule eigentlich sehr, sehr wichtig, weil wir wollen eigentlich, dass jeder Spieler auch bei uns einen Abschluss macht. Wir legen sehr viel Wert darauf. Wir haben Zusatzunterricht, wir haben Hausaufgabenbetreuung in der Akademie. Wir versuchen den Spielern alle Möglichkeiten zu geben, eben neben dem Sport auch ihren Schulabschluss zu absolvieren. Das ist für uns Grundvoraussetzung. Wenn es auch mit der Schule nicht funktioniert, kann es auch mal sein, dass der Sport etwas zurückstecken muss. Ja, und wie du ja gesagt hast, ihr hattet ja vor allem auch sehr, sehr viel zu tun, auch während der Corona-Zeit. Also eben 7 Tage Woche, wahrscheinlich noch 200% gearbeitet. Wie habt ihr das gemeistert? Wie konntet ihr in dieser schwierigen Zeit vor allem die Talente weiterhin fördern? Wir hatten die Möglichkeit, normal zu trainieren, zwar Gruppen, nicht gruppenübergreifend, sondern sehr isoliert, aber wir hatten das Eis zur Verfügung. Wir hatten andere Möglichkeiten auch zu trainieren. Was uns etwas gefehlt hat, war der Spielbetrieb, weil wir eigentlich über fast 50% unseres Spielbetriebs auch im Ausland absolvieren, nicht nur in Österreich. Das ist natürlich durch die Corona-Zeit verloren gegangen, weil wir nicht reisen konnten. So sind wir mit Training und Spiel einigermaßen gut durch diese Zeit gekommen, aber es waren halt mit extrem vielen Auflagen, mit sehr vielen Testungen, die wir eigentlich fast täglich testen mussten, so sind wir, ja, sind es uns besser gegangen als vielen anderen. Also das ist sicherlich ein großer Vorteil gewesen gegenüber anderen Clubs, ja. Was mich jetzt natürlich auch noch interessiert, auf dich noch geblickt. Schaust du als ehemaliger Torhüter eigentlich auch ein bisschen genauer auf die Ausbildung der Torhüter? Wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, nein. Ich gucke mehr auf die Spieler. Das ist, natürlich schauen wir auf die Torhüter, die wir zu uns nehmen, weil wir auch da eben Ja. sehr begrenzt sind. Aber wir haben so ein eigenes Department. Wir haben eigentlich bei jedem Training haben wir Torhüter-Trainer dabei, die auf dem Eis sind. Sie haben extra Trainings. Wir machen also da einen sehr, sehr guten Job und sehr, sehr intensiv gehen wir, also betreuen wir unsere Torhüter. Ich habe vollstes Vertrauen in unsere Trainer, die das machen. Und ich muss sagen, die Techniken ändern sich und ich schaue mir immer das ganz gerne an, aber ich würde mir jetzt heute auch nicht mehr zutrauen, ein Training zu leiten Ja. auf neuesten Standards. Also das ist, ich schaue es mir natürlich an, aber der Blick geht mehr auf die Spieler, weil wir haben ja 2 Torhüter und 18 oder 20 Spieler. Dann geht das immer mehr in die Richtung, ja. Ja, und ihr habt euch ja mittlerweile über die Jahre zu einem sehr großen Namen gemacht. Gab es aber auch Rückschläge während dieser Zeit, in der du bei der Akademie warst? Zum Beispiel gab es mal weniger Athleten oder gab es andere Gründe, beispielsweise für mögliche Rückschläge? Eigentlich nicht. Also wir haben, ich will nicht sagen Rückschläge, uns hat Corona zurückgeworfen etwas in der Entwicklung oder wir haben viele Dinge, die wir 2016 angeschoben haben, die, ich habe es eben schon gesagt, einfach eine Zeit brauchen von 2 bis 3 Jahren umzusetzen. Als wir anfingen, ich sag mal, wo wir anfingen, richtig gut zu werden, kam leider Corona und hat uns wieder einen Schritt da zurückgeworfen oder vielleicht sogar 2. Wir versuchen es wieder aufzuholen, auf diese Standards zu kommen. Nur der Sport entwickelt sich weiter. Das heißt, wenn man einen Schritt zurückgeht, der Sport geht einen Schritt nach vorne und dann wird die Lücke wieder größer. Da müssen wir sicherlich dran arbeiten, da schnellstmöglich wieder auf den alten Standard zu kommen und sich da weiterzuentwickeln. Weil leider sind so Dinge, manche Dinge, die nicht positiv sind und nicht weiterhelfen, schleifen sich schneller ein als die, die eben zu Veränderungen da sind. Ja. Denkst du, dass auch andernorts in Österreich oder auch in Deutschland eine solche Akademie auch möglich wäre, so mit demselben Resultat nach diesen Jahren, die ihr jetzt bereits gehabt habt? Ja, also wenn ihr schon mal bei uns warst, seht ihr eigentlich das Gebäude und die Möglichkeiten. Aber für mich ist das nicht entscheidend. Für mich sind entscheidend immer die Menschen.
Und deshalb ist es, ob man einen Kraftraum hat, der 1000 Quadratmeter ist oder 25, ob man, das Eis ist immer gleich, das ist immer 30 mal 60, das ist die Fläche, die da ist. Und die Möglichkeiten da sind, deshalb entscheidend sind für mich. Deshalb kann man eigentlich ein ähnliches Resultat oder vielleicht sogar besser, also das kann vielleicht auch sein, auch mit weniger Aufwand betreiben, wenn man die richtigen Personen dafür hat. Es lebt immer von der Leidenschaft, des Engagements, der Trainer, des Umfeldes. Das ist ganz klar Nummer eins. Zum Abschluss, was aktuell ist, ich aus München, musste natürlich mal ganz kurz nachfragen. Du warst ja oder ab 2013 Assistenztrainer beim IHC Red Bull München gewesen, damals unter Pierre Paget und bist dann 15, 16 nach Schwenningen als Head Coach gewechselt. Jetzt haben wir in München einen aktuellen Fall, nämlich einen ähnlichen Weg geht derzeit Steve Walker. Er ist ebenso jetzt nach Schwenningen als Head Coach gegangen. Hattet ihr da Kontakt im Vorfeld? Hast du da empfohlen, Schwenningen, nice place to be, oder gab es da gar keinen Kontakt? Weil es ist ja schon sehr auffällig, dieser Weg. Ja, das stimmt. Also ich habe also die Entscheidung eigentlich aus der Presse erfahren, eigentlich, dass ich wusste, ich war, dass er im Gespräch war. Das habe ich noch aus meinen Schwenninger Kontakten, die ich noch hatte, gehört, dass er ein Thema war. Aber wir hatten die Möglichkeit, bei der Meisterfeier dann da kurz zu sprechen. Und dann war seine erste Frage: Wie ist meine Entscheidung gut oder schlecht? Und zeigte so den Daumen rauf oder runter. Und ich glaube, es ist sicherlich eine gute Entscheidung. Weil Schwenningen ist ein toller Eishockey-Standort. Die ganze Stadt lebt Eishockey und die Leute sind schnell zu begeistern. Man muss versuchen, eben so diesen Draht oder wie gesagt, das Herz der Fans auch zu gewinnen. Wenn man das einmal hat, ist das schon, ja, schon ein besonderer Ort. Was positiv besonders. Ich soll Ja, sagen, ja, das ja. kann beides sein. Ja. Noch so eine Abschlussfrage. Wo siehst du die Akademie in 5 oder auch in 10 Jahren und welche Ziele strebt ihr weiterhin an? Ja, der Sport entwickelt sich immer weiter und das, glaube ich, das Entscheidende ist auch für uns. Also nicht dieses, weil wir müssen einfach, um besser zu sein, als andere, den ersten Schritt immer gehen. Wenn wir immer warten, was andere machen und dann nachschauen, sagen wir haben Möglichkeiten durch Red Bull, die vielleicht andere nicht haben. Wir müssen sicherlich, wo wir daran arbeiten, muss viel offener sein für neue Sachen, immer auch mehr Risiko auch gehen bei der Ausbildung. Das sind so Dinge, die sicherlich bei uns anstehen. Das kam so ein bisschen durch Corona, ist das so ein bisschen, ich sag mal, eingeschlafen oder so etwas hat so eine Zufriedenheit mehr eingebracht. Und da müssen wir einfach wieder mehr hungriger sein, den Jungs weiterzuhelfen. Weil ich möchte eigentlich, mein Ziel ist es immer, ich sehe viele Spieler, die ich auch in meiner Mannheimer Zeit hatte, immer wieder. Und ich möchte eigentlich den Jungs immer ins Auge schauen, dass die doch das Gefühl hatten, wir haben alles gemacht, um dass sie nach vorne kommen. Egal wo sie auch sind. Also dann habe ich für mich ein gutes Gewissen, ich habe ein schlechtes Gewissen, wenn ich das Gefühl habe, das eine oder andere hätte mir irgendwie besser machen können oder anders machen können, ihnen zu helfen. Und das ist, glaube ich, eine Aufgabe, die wir haben. Das ist ja nicht jede Akademie, man redet oft über Trainings, dies und jenes, aber wie gehe ich mit diesem Menschen um, mit diesem jungen Sportler, der hier ist, der mit riesen Erwartungen und Träumen kommt. Und das, da müssen wir eben noch intensiver eigentlich das zusammen jetzt das Ziel angehen. Wie geht man denn mit einem Spieler um, der es vielleicht jetzt auch einfach nicht schafft, wo man einfach auch ehrlich sagen muss, es reicht nicht? Es ist erstmal sehr schwierig zu sagen, weil es gibt immer wieder diese Ausnahmen, wenn man gerade in diesem Alter, wo wir eigentlich mit den Spielern umgehen, wo eigentlich immer Veränderungen da sind. Ich glaube, das Entscheidende ist ja bei die Spieler, die wir aussuchen. Einerseits verpflichten wir uns, den Spieler, den wir aussuchen, mit 13, 14, dass er so lange bei uns bleiben kann, bis er seine Schule beendet. Das heißt, in der Regel committen wir uns für 4 bis 5 Jahre. Weil wir haben durch unser Spielsystem, unsere Mannschaften die Möglichkeit, den Spieler immer in verschiedenen Mannschaften einzusetzen. Das ist einmal ein großer Vorteil, wir gewinnen Zeit. Wir geben dem Spieler mehr Zeit, sich zu entwickeln. Und irgendwie müssen wir auch das Vertrauen, auch wenn wir jemanden aussuchen, dass wir uns das Vertrauen haben, dass aus dem Spieler eben auch dementsprechend die Möglichkeiten, also nachher die Möglichkeit, was er haben möchte, also Profi-Eishockey zu werden. Es ist unterschiedlich, es ist selten der Fall, dass jetzt, Gott sei Dank, dass es nur wenige nicht schaffen, irgendwo in den Bereich reinzukommen. Aber man muss eigentlich sehr ehrlich damit gehen, aber vieles meiner Erfahrung ist, es liegt oft am Selbstvertrauen, an der persönlichen Ansprache. Und man sieht oft bei Spielern, die, ja, wo man einfach teilweise schon abgeschrieben hat, was man auf einmal noch bewegen kann. Aber wie gesagt, es geht immer um den Menschen. Man muss an den, nicht nur auf die Leistung sehen, die momentan auf dem Eis ist, weil in diesem Alter sind die Leistungen, vielleicht Gott sei Dank, oder eben nicht linear, sondern mit vielen Auf und Abs.
Und gerade bei den Ups, die unterstützt du nicht gerade nur, wenn es oben ist. Ja. Ja, Helmut, das waren jetzt unsere Fragen. Wir haben einen ganz tollen Einblick bekommen und ich kann es aus meiner persönlichen Warte nur sagen, wenn man die Möglichkeit hat, mal bei euch diese Akademie anzuschauen, es ist wirklich gigantisch und da geht einem das Eishockey-Herz auf bei euch. Es ist wirklich eine ganz tolle Sache. Wir danken dir für deine Zeit. Ich hoffe, du hattest auch Spaß bei uns. Ja, sehr gerne. Was hat sehr viel Spaß gemacht, ja. Vielen Dank. Super. Also wie gesagt, wir haben eine Menge Einblicke bekommen. Wir werden natürlich die Homepage von euch auch bei uns in die Shownotes packen. Und ja, für euch HörerInnen, ganz wichtig, wenn ihr Informationen haben wollt, entweder da, schreibt uns an, schreibt die Academy an, ist auch ein natürlich ein guter Kontakt. Und ja, wenn euch das gefallen hat, liken, teilen, bewerten bei Apple Podcasts und Co. Da würden wir uns sehr freuen. Wir wünschen dir, Helmut, jetzt alles Gute, einen etwas entspannteren Sommer, aber dann natürlich auch wieder einen super Herbst und Winter. Wir schauen da sehr genau drauf und wir würden uns freuen, dich mal wieder bei uns hier begrüßen zu dürfen. Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung und jederzeit gerne wieder. Alles klar, super. Bis denn. Ciao, Bis ciao. dann. Ciao. Tschüss.